nächste Rednerin wird zum Thema Frieden sprechen, ein Thema, das man gar nicht oft genug erwähnen kann am heutigen Tage. Bitte einen Riesenapplaus für die nächste Sprecherin, Christiane Reimann, bitteschön. Der fragile Frieden im kriegsgeschüttelten Europa ist in Gefahr. Wir sind eine Bewegung für das Leben gegen Krieg und Zerstörung. Deshalb macht eine große Versammlung am 3. August in Berlin. Bringt eure Erfahrungen mit, eure Zweifel, eure Fragen, euren Mut, eure Energie, eure Lebensfreude. All das brauchen wir und wir brauchen uns gegenseitig. Guten Tag, ich danke euch sehr, dass ich heute mit euch sein darf. Das gibt mir Mut und das gibt mir Kraft. Danke. Wir haben heute ganz, ganz viele Punkte, die wir miteinander beredet haben und auch bereden mussten. Für mich ist ein Punkt besonders wichtig. Ich möchte mit euch Nein sagen zur Stationierung der US-amerikanischen Mittelstreckenraketen in Europa. Wir haben hier nichts zu suchen. Nein auch zu den Hyperschallwaffen, die werden immer mal so nebenher erwähnt. Hyperschallwaffen, die haben einen Namen. Die heißen Dark Eagle und das sind nicht Raketen für Munitionslager oder einen Regierungssitz, das sind Enthauptungsraketen. Putin hat dazu gesagt, das ist das Messer an der Kehle. Wir müssen also die Mittelstreckenraketen verhindern und Dark Eagle verhindern. Wir dürfen die Frage Krieg oder Frieden nicht den Regierungen überlassen. Wir sehen ja, was dabei herauskommt. Wir sehen es auf unserem Kontinent, aber wir sehen es auch in Israel. Die israelische Armee wird von der israelischen Regierung, und ich spreche nur von israelischer Armee und ausdrücklich nicht von Jüdinnen und Juden. Das hat damit gar nichts zu tun. In Gaza werden die Palästinenserinnen und Palästinenser von einer Ecke in die andere gejagt. Die Gewissen haben keinen Platz mehr, wo sie Schutz finden. Sie werden gefangen gehalten, ohne ausreichend Wasser, ohne ausreichend Nahrung. Die medizinische Versorgung ist zerbrochen. Das ist Völkermord. Und unsere Regierung unterstützt immer noch sowohl den Völkermord in Gaza, als auch die Apartheid-Politik, als auch die sogenannten gezielten Tötungen auf dem Gebiet des Libanon und Teheran. Auch das ist ein Kriegsverbrechen. Ich will nicht von einer kriegsverbrecherduldenden Regierung regiert werden. Und wenn jetzt Bundeskanzler Scholz den noch US-Präsident Biden untertänigst gedankt hat, dass er unser Land zum Schauplatz eines möglichen Dritten Weltkriegs auserkoren hat, dann ist das Landesverrat. Selbst in die Hand nehmen. Wir müssen ausschwärmen, wir müssen diskutieren, wir müssen Widerstandsnester bilden. Und ich schlage vor, wir rufen auf zu einer Volksabstimmung gegen die Stationierung der Raketen. Ja.
Dazu müssen wir reden, dazu müssen wir überzeugen. Und ich glaube auch, dass man in einer solchen Bewegung auch wieder besser Spaltungen überwinden kann. Wir haben ja Spaltungen in der Friedensbewegung. Wir haben Spaltungen in der Demokratiebewegung. Und wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, wenn wir gemeinsam etwas tun, dann können wir uns besser kennenlernen, dann können wir Vorbehalte überwinden, dann können wir uns in die Lage versetzen, die Teilnehmerzahlen zu verdoppeln, zu verdreifachen, zu vertausendfachen, das zu einer echten Volksabstimmung zu machen. Und wo ich gerade dabei bin, es gibt inzwischen mehrere Aufrufe gegen Waffenlieferungen, auch mehrere Aufrufe gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, auch mehrere Aufrufe gegen die Stationierung der Mittelstreckenraketen. Ich habe den Eindruck, bei allem guten Willen richten sich die Aufrufe doch mehrheitlich an das eigene Milieu, was man so hatte. Und ich glaube, wir müssen den Mut aufbringen, dass wir diese unsichtbaren Zäune überspringen, aufeinander zugehen, Interesse aneinander zeigen. Und deshalb möchte ich euch auch herzlich einladen zum 3. Oktober, zu einer auch möglichst wieder großen Versammlung und großen Demonstration hier in Berlin zu kommen, das unter dem Motto Nein zu Krieg und Hochrüstung, den Frieden gewinnen, jetzt oder nie. Wird schön, wenn wir uns da wiedersehen. Wir hier alle, wir haben keine Feinde. Und wir wollen auch nicht Feind von irgendjemand anders sein. Feinde braucht nur unsere Regierung. Feinde brauchen nur diejenigen, die Hochrüstung und Kriegstreiberei durchsetzen wollen. Sie müssen die Zustimmung der Bevölkerung gewinnen, sie zumindest neutralisieren. Und da bietet sich ein Feind seit über 100 Jahren an. Ihr ratet, der Russe ist's. Ich war als Journalistin vielfach in der ehemaligen Sowjetunion und seit 1990 in Russland und im Donbass. Ich bin gereist von der Ukraine nach Sibirien, in die mittelasiatischen Sowjetrepubliken, nach Donetsk, war in allen großen Städten und ich hatte, ich sag mal, ein bisschen das Privileg, die Chance, dass ich Betriebsreportage machen konnte. Das heißt, ich habe den manchmal dreckigen Alltag der Leute in den Sowjosen und Betrieben kennengelernt. Und nirgendwo auf meinen Reisen habe ich jemals eine Verächtlichmachung oder einen Hass gegenüber Deutschland gespürt. Nie. Ich möchte euch jetzt an einem Erlebnis teilhaben lassen aus Wolgograd. Wolgograd hieß ja früher Stalingrad und im Winter 41-42 hat dort die psychologisch kriegsentscheidende Wende im Weltkrieg stattgefunden, in einer fürchterlichen Schlacht. Das waren zum Teil Häuserkämpfe. Die Soldaten sind mit Bajonetten aufeinander zugelaufen. 700.000 Tote hat diese Schlacht allein gekostet. Und heute steht am Wolga-Ufer so hoch, auf dem Mamajew-Hügel steht die Mutter Russland und in einem runden Pantheon sind die Namen der getöteten Rotarmisten verewigt. Dort ist die ewige Flamme.
Es ist ganz ruhig und es spielt eine Melodie. Und die kannte ich. Das ist die Träumerei von Robert Schumann. Und ich habe mich gefragt, warum spielen die nicht Schostakowitsch, Glinka, Tschaikowski? Die haben genug Komponisten, aber sie ehren die toten Rotarmisten mit der Musik eines deutschen Komponisten. Und das war für mich die sinnfälligste Geste durch die eigene Trauer, durch den eigenen Schmerz hindurch, uns die Hand zu reichen. Und ich finde, wir sollten diese Hand annehmen. Ich danke euch sehr. Bleibt widerständig, bleibt heiter.